Ja, dann Sound ist da, Bild ist auch zu sehen. Danke Dietmar, danke Christian, danke Jens und Co. an dieser Stelle auch für das Feedback. Ich begrüße euch heute zum JFD Invest Webinar zu unserer digitalen Vermögensverwaltung. Chris Kämmerer hier on air und ich freue mich heute zum zweiten Mal innerhalb diesen Tages schon das Webinar abzuhalten, denn wir hatten ja vorhin, vielleicht war der ein oder andere von euch auch dabei, hier ja den Live-Event zu dem US-Arbeitsmarktbericht Non-Farm-Payrolls ging es zur Sache. Hier hatten wir auch algorithmische Systeme im Einsatz. Hier erbaut von Christoph Enslin, wohnhaft in den USA und hier mit Mindful FX ja, an den Märkten aktiv und das eben auch mit Hilfe algorithmischer Systeme, Programme. Und eben genau das zeichnet ja den MetaTrader aus, 4 wie 5, dass man hier sozusagen ja, algorithmische Systeme entwerfen kann. Wir haben auch in diesem Handelsmonat noch viele weitere Webinare. Schaut euch das bitte an, hier in unserem Eventkalender. Und ansonsten gibt es mir auch gerne jetzt nochmal Feedback, wer von euch neu dabei ist, das erste Mal, beziehungsweise vielleicht sogar, wie ihr auf JFD Invest gestoßen seid. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, sodass ich dann immer ein Stück weit die Gruppe auch einschätzen kann, die wir heute haben. Genau, heute soll es ja um Trading und Investieren leicht gemacht gehen. JFD, den meisten hoffentlich schon ein Begriff. Wir haben damals auch schon die Brokerbranche revolutioniert vor vielen Jahren. Im Jahr 2011 ging es los. Als Game Changer in der Brokerindustrie haben wir hier für Transparenz gesorgt und den Markt da ein Stück weit ja, verändert, nachweislich verändert. Die Regulierungsbehörden schlugen ja in den letzten Jahren auch nochmals kräftig zu, um die, ich sag's mal, Intransparenz ganz deutlich zu entschärfen. Also gerade klassische Worte wie Market Making und Stop Phishing und solche Sachen finden mit Sicherheit noch statt, aber auch nicht mehr so im Übermaß wie früher. Insofern muss man sagen, ganz richtig, obgleich natürlich die ein oder andere regulatorische, ja, wie darf man es abschließend sagen, Entscheidung nicht immer ganz nachvollziehbar ist. Aber ähnlich ist auch hier im deutschen Raum dann mit möglichen steuerlichen Belastungen, Börsenumsatzsteuer, Börsentransaktionssteuer und was es da nicht alles noch gibt, muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass da eben manchmal Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer nachvollziehbar sind. Insofern wichtig, dass man sich natürlich auch selber mit dem ganzen Metier rund um die Finanzmärkte auseinandersetzt. Und hier sind wir eben auch in diesem Jahr zur JFD Bank transformiert. Das ist immer das Wort, was ich dafür pflege. Und nun rütteln wir auch die Investmentbanking-Branche ein Stück weit auf. Ja, mit der Übernahme der Wertpapierhandelsbank haben wir jetzt auch drei Lizenzen inne neben der Vermögensverwaltungslizenz, die wir schon seit Gründung hatten und auch einer Portfoliolizenz, die uns eben erlaubt, auch JFD Wealth ins Leben zu rufen, also unsere eigene Vermögensverwaltung. Die existiert doch schon seit Gründung von JFD und mit dieser Vermögensverwaltung erarbeiten wir auch rein passive Produkte, die für Sie vielleicht auch von Interesse sein könnten, wenn Sie denn nicht die Zeit haben, an den Märkten zu agieren und auch nicht die Zeit, unser JFD Invest hier möglicherweise zu nutzen. Denn dies ist sozusagen eine Schnittstelle zwischen aktivem Handel, das Sie praktisch hier nicht machen müssen, aber dennoch Einfluss ausüben auf die Strategien. Dazu sage ich Ihnen, wie gesagt, gleich noch einiges mehr. Grundsätzlich aber die JFD Bank mit diesem reichhaltigen Angebot im Rahmen der Assets, im Rahmen der Anlageinstrumente, im Rahmen des echten Aktienhandels und Kryptohandels kostenfrei an dieser Stelle. Wahnsinnige Offerte. Hier wollen wir natürlich den Markt eben ein Stück weit aufrütteln und aber natürlich auch im Rahmen dessen, dass der ein oder andere vielleicht feststellt, dass Trading eben doch eine Herausforderung ist, dass die Zeit einem nicht gegeben ist, aber man das Interesse hat, wollen wir hier die Brücke bauen mit eben Investmentprodukten der anderen Art, die eben auch hier im Rahmen von Forex Trading und auch im Rahmen von Multi-Asset-Ansätzen hier ganz neue Wege gehen und natürlich diesen, man darf schon sagen, Nullzins hier in Europa und dieser Negativzinspolitik so um ein Schnäppchen schlagen. Das ist unser Motto. Deswegen auch hier Thema Investment Revolution. Und jetzt wollen wir doch mal ein Stück weitergehen. Wie gesagt, für den aktiven Trader haben wir eine reichhaltige Palette, alles aus einem Konto handelbar. Wenn aber eben dann hier und da ja, die Zeit fehlt buchstäblich und man sozusagen für das Intraday-Geschäft nicht die Muße hat, beziehungsweise auch einem das zu hektisch ist, dann ist der Investieren-Button genau das Richtige. Und hier wird auch dann, wie gesagt, in Zukunft noch ein JFD-Wealth-Button eingefügt, wo dann eben die rein passiven Instrumente auswählbar sind, realistische Renditen und hier natürlich bei JFD Invest auch ein Mix aus verschiedenen Strategien, die auch in unserer Vermögensverwaltung schon angewandt werden. Und insofern klicke ich jetzt hier einfach mal drauf, könnt ihr genauso machen, beziehungsweise mir einfach folgen und dann sind wir hier auf dieser Landingpage für unser JFD Invest
für unsere digitale Vermögensverwaltung. Auf dieser Landingpage, die auch gern mal nach dem Webinar in Ruhe inhalieren, hätte ich jetzt fast gesagt, aber nehmt euch die Zeit und schaut euch das gern mal genau an. Ich führe euch jetzt hier mal ein Stück weit durch, erkläre euch die wichtigsten Punkte an der Stelle und auch die entscheidendsten Unterschiede, denn Mirror Trading, wie ihr hier oben zu sehen findet, oder auch Copy Trading, Social Trading, hat sich ja in einigen, ja, oder vor einigen Jahren vielmehr etabliert. Hier auch Ayando sicherlich ein Thema. Diese Unternehmung ging erst im August offiziell gemäß Insolvenz pleite. Das darf man an der Stelle sagen. Auch waren aber hier auch die Idee des Geschäftsmodells durchaus fragwürdig, beziehungsweise auch hier natürlich ein Market-Making-Modell im Hintergrund. Ich will da gar nicht irgendwie jemanden verurteilen, aber es gibt eben viele Broker, die dann doch nicht das fairste Geschäft anbieten und nicht zum Vorteil des Kunden handeln. Und wir haben uns eben schon vor vielen Jahren eben auch überlegt, irgendwie in diese Szene einzusteigen. Das hat eine ganze Zeit gedauert, aber im September des letzten Jahres hatten wir dann endlich das Setup, die Beta-Testphase abgeschlossen und konnten jetzt sozusagen hier auch ein Copy-Trading, Mirror-Trading, Social-Trading aufrufen, das aber hier elementare Unterschiede aufweist zu diesen klassischen Copy-Trading-Strukturen, die man denn so kannte oder auch noch kennt. Denn hier ist es so, dass es erstmal alles nur Live-Accounts sind, die als Master agieren, also Echtgeldkonten, keine Demokonten, die hier irgendwo dann gespiegelt werden, wo man dann am Ende des Tages sagt, naja, das sind Ausführungen, die lassen sich so gar nicht nachvollziehen, beziehungsweise dann wird eben mal schnell ein neues Konto aufgelegt und dergleichen. Das gibt es hier nicht. Hier ist es tatsächlich so, dass das Echtgeldkonten sind und man dadurch die Möglichkeit hat, hier sich sozusagen, und das sind wir bei dem Punkt hier unten, ein diversifiziertes Portfolio zusammenzubauen. Also Sie sind praktisch Portfolio-Manager und können anhand verschiedener Strategien, die vollautomatisiert handeln, Ihr Trading-Account handeln lassen. Also Sie legen praktisch fest, wer handeln darf. Und hier sind eben Strategien aus unserer Vermögensverwaltung dabei, von Partnern dabei, von langjährigen Partnern, die eben auch hier neben diesen Track Records, die dann praktisch auf der Plattform selbst schon genauer zu sehen sind, auch schon bei uns abgeliefert haben. Und das ist natürlich ganz elementar zu wissen, dass hier auch eine entsprechende Prüfung stattfand und findet. Das schützt natürlich nicht vor Verlusten. Wir hatten auch in diesem Jahr schon Strategien oder auch zwei Strategien speziell, die gerade mit dem britischen Pfund sehr auf Tuchfühlung gegangen sind und hier leider Gottes ja eine Schieflage aufbauten, sodass diese sich dann buchstäblich disqualifizierten, obwohl mehrere Jahre im Vorlauf immer wieder schöne Performance eingefahren wurden. Konnte, aber man muss auch bedenken, hier schauen wir ganz kurz direkt auf die Strategien. Hier haben wir natürlich die Hyperion, das ist eine unserer Top-Strategien, die wohlbemerkt auch schon in Summe seit Auflegung mit einem dreistelligen Betrag, mit einer Verdoppelung aufwartet, aber auch hier ganz wichtig, eine hohe Equity Balance Abweichung, also man kann das vergleichen mit dem Drawdown aufweist. Ja, das bedeutet, man musste hier teilweise Verluste oder einen Equity-Verlust, also einen Verlust mit offenen Positionen von 41% des investierten Kapitals aushalten. Das ist schon wirklich nicht für jedermann. Also knapp die Hälfte des Kapitals war rein auf Buchsicht sozusagen schon mal weg, wenn denn die Positionen in dem Moment geschlossen worden wären. Hyperion hat es immer noch wieder geschafft, nach oben zu gehen. Und das zeigt natürlich auch den spekulativen Charme dieser Strategie. Aber Rendite, hohe Renditen sind nur mit einem entsprechenden Risiko zu erwirtschaften. Und das war auch bei den anderen Strategien hier der Fall, die dann im Bereich von, man darf schon sagen, 50, 60% aufgelaufen sind. Das innerhalb kurzer Zeit, 9 Monate, 12 Monate, sind herausragende Renditen, die jeden Hedgefonds schlagen. Und das ist im Prinzip natürlich auch eine gute Diversifikationskomponente für ein Portfolio, aber natürlich kein Alleinstellungsmerkmal, wo man sagt, ich will hier nur schnelles Geld. Das heißt, ihr seid hier auch tatsächlich aufgerufen, als Portfolio-Manager zu agieren, und ich gebe den Tipp, hier mehrere Strategien miteinander zu mixen. Das kann man natürlich nur, wenn auch das Portfolio etwas größer ist und auch wenn man bei JFD bei uns hier ab 500 € sein Live-Trading starten kann, kann man auch schon ab 500 der einen oder anderen Strategie folgen, aber eben nur einer, weil gewisse Mindestvoraussetzungen, Mindestkapitalisierung pro Strategien von den Master-Tradern vorgegeben werden und diese Strategien benötigen eben diesen entsprechenden Kapitalsockel und da kommt man mit 500 € sozusagen nicht weit. Das heißt, auch hier muss man ein Stück weit mehr Geld in die Hand nehmen, idealerweise beispielsweise ein 10.000 € Portfolio oder mehr, um dann entsprechende Renditekennzahlen aufzuweisen, beziehungsweise viel mehr darlegen zu können. Und das ist eben ganz entscheidend, dass man hier immer wieder auch den Weg dahingehend findet, dass man
einen Mix zusammenstellt und sich nicht eben nur auf die renditestärksten Strategien konzentriert. Wie gesagt, auch hier Gold Rush beispielsweise in Summe mit 34% seit Auferlegung in diesem Jahr auch schon sehr nah dran an Hyperion mit 24% und das eben hier nach 9 Monaten. Das kann also wirklich auch eine gute Jahresrendite noch für Gold Rush ergeben, aber auch hier natürlich mit den entsprechenden Schwankungen, dass es auch mal ein Stück weit ins Minus geht. Das heißt, das sind natürlich hier keine, wie sagt man so schön, Ultima Ratio-Strategien, wo man nur Geld verdient. Ja, hier gibt es auch mal Verlustmonate. Das erfahrt ihr hier und dann gehen wir direkt mal kurz rein in die Plattform, wenn man auch auf Hyperion schaut, wie schwankungsintensiv die Strategie ist. Jetzt habt ihr auch gleich gesehen, ihr könnt hier direkt von dieser Landingpage schon mal in die Plattform schauen und das Ganze als Gast. Also ohne Anmeldung, Registrierung, irgendwelche Verbindlichkeiten, könnt ihr schon mal ein Stück weit stöbern. Und wenn ihr hier sozusagen auf die Strategie klickt, auf Folgen, dann folgt ihr sozusagen der Strategie. Und dann könnt ihr sozusagen auf unserer Investmentplattform hier oben links als Gast noch nicht angemeldet euch bewegen und dann entsprechende Details schon mal abrufen. Hier diese Startseite zeigt eben die 5 besten Strategien und diese werden täglich aktualisiert und da könnt ihr sozusagen schauen, was die 5 stärksten darstellen und hier haben wir mittlerweile 16, 17 Strategien im Portfolio und es kommen auch sukzessive immer welche dazu und somit wird der Baukasten des Portfolios immer größer. Aber man sieht eben hier auch diesen Verlauf, diesen Performance-Verlauf dieser Strategie von Hyperion, die auch mal zeigt, ihr seht das hier, wer im Juni beispielsweise eingestiegen ist, der hat jetzt zum Beispiel warten müssen bis Ende August. Schrägstrich muss sogar noch warten, wenn er am Top rein ist, dass er das sozusagen hier wieder aufholt. Und zwischenzeitlich gab es hier auch einen entsprechenden Drawdown, der auch schon entsprechend stark war, der hier in Richtung 30% ging. Ja, also hier musste man auch entsprechende Rückschläge aushalten. Und das will ich euch einfach nur ein Stück weit mitgeben, damit ihr auch sensibilisiert seid, dass das natürlich auch hier Strategien sind, die nicht jeden Tag Geld verdienen, wo man eben auch mal Seitwärts- und Abwärtsphasen hat. Und da ist entscheidend, dass wir bei JFD Invest eben auch keine Verwaltungsgebühren haben, eben auch keine Abogebühren oder Einrichtungs-Subscriptions-Fees oder dergleichen erheben, sondern ihr habt hier nur eine Gebühr, wenn sie denn fällig wird. Das ist nämlich die Performance-Fee, meine lieben Leute. Das heißt, eine Performance-Fee ist im Wealth- und Asset-Management ganz normal. Das heißt, es wird nur eine Gebühr von den Gewinnen abgezogen, wenn Gewinne gemacht werden. Und ansonsten ist die Strategie komplett oder das Folgen diesem ganzen Setup komplett frei von Kosten. Das heißt, für den negativen Fall, dass man hier oben eingestiegen ist und diese Durststrecke hat ausgesessen, ja, es gibt ja auch immer den unglücklichen Marktteilnehmer, der dann genau am Tief hier aussteigt. Auch hier der Tipp, die Strategien sollte man mittellangfristig sehen. Das ist nichts für heute rein und morgen raus, sondern das Ganze muss 12, 24, 36 Monate arbeiten. Mit dem Portfolio kann man immer wieder ein Stück weit spielen, aber ihr solltet dem Ganzen auch einen entsprechenden Zeitfaktor einräumen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Und wie gesagt, hier diese Strategie hat dann eben bewiesen, dass sie sich auch wieder erholen kann, dass sie starke Performance aufweist. Also wer hier zum Tief beispielsweise im Juli rein ist, der darf sich jetzt hier schon mal um eine sehr ansehnliche Rendite erfreuen. Aber man kann ja auch monatlich wie in einem Art Fondssparplan in so eine Strategie investieren. Dann aber immer wieder mit einem neuen Konto. Hier wird auch daran gearbeitet, dass wir sozusagen diesen Korb auch immer wieder aufstocken kann. Aber hier investieren und dann im Portfolio immer wieder Strategien und abschalten. Auf- und Abschalten ist empfehlenswert. Und jetzt zurück zur Performance Fee. Auf dem Weg nach unten wurden keine Kosten fällig. Einzig auf dem Weg nach oben im Rahmen dieser Performance Fee, wenn man hier unten eingestiegen ist oder aber wenn man hier oben eingestiegen ist, werden dann überhaupt erst neue Kosten, wenn denn überhaupt möglich, wenn es neue Höchststände gibt. Das heißt, das Ganze hier High Watermark Performance Gebühr. Immer wieder, wenn ein neuer Höchststand erwirtschaftet wird, gibt es sozusagen hier diese Performance Fee, diesen Performance Gewinnanteilabzug und dann aber auch erst, wie in diesem Beispiel, wenn man hier oben rein ist, erst wenn wieder das Hoch von hier vom Juni überwunden wird, fängt sozusagen die Performance Fee an zu zählen. Halten wir für äußerst fair und transparent, genau nach unserem Motto Just Fair and Direct, das ist genau das, was wir eben auch transportieren wollten in die Welt der entsprechenden ja, Social Trading Angebote. Und neben diesem Multi-Asset Live Portfolios und dieser Performance Fee haben wir im Prinzip eben auch noch einen riesigen Vorteil, nämlich die Bulk Execution. Jetzt gehen wir kurz ein Stück weit in die Tiefe. Bulk Execution ist sozusagen eine zusammengefasste Marktorder. Das Ganze könnt ihr hier unten auch nochmal im Detail nachlesen, auch das zu dem High Water Markt übrigens. Aber hier eine Bulk Order ist letztlich das,
was groß entscheidend ist, wenn man hinter die Kulissen guckt, dass jeder Follower die gleiche Ausführung hat wie der andere. Also es gibt ja zum Beispiel das klassische Prinzip der Reihenorders. Das heißt, der Master Trader feuert ab in so einem Social Trading Prinzip und dann wird diese Order an alle Follower sozusagen nach unten gespiegelt. Und der Follower, der als allererstes den Trade sozusagen bekommt, ist wahrscheinlich in der gleichen oder naheliegenden Ausführung, aber der Follower Nummer 35, der Follower Nummer 115 oder beispielsweise 525, der kriegt einen ganz anderen Preis, weil einfach nach Reihenprinzip die Orders abgearbeitet werden und das schlichtweg zu einer absoluten, ja, Verschiebung der Performance führt. Und das gibt es bei uns nicht. Wir haben eine Bulk Execution, das heißt, das Signal kommt, dann werden die Orders zusammengefasst und dann gehen die sozusagen an den Handelsserver und an den Markt, werden ausgeführt und dann geht genau dieser Ausführungspreis als ein Sammelticket, als eine Sammelorder wieder zurück an alle Follower. Das ist entscheidend, ist der große Unterschied Bulk Execution und das ist genau das Spannende, was auch hier JFD Invest sozusagen auszeichnet. Wie kann man es nun machen? Es gibt hier keine Demo-Funktion, meine lieben Leute. Das ist tatsächlich so, dass es hier neben den Live-Konten auch nur eine Live-Oberfläche gibt. Ihr könnt es euch aber, wie eben schon dargestellt, hier mit dem Folge-Button einfach schon mal hier in diesem Universum bewegen und die entsprechenden Monatsperformances der Strategie anschauen, die entsprechenden statistischen Daten und auch theoretisch geschlossene Positionen und laufende offene Orders, beziehungsweise halt Pending Orders sind die wartenden Orders. Also wenn man hier eine Order in den Markt stellt, die dann wie was Limits oder entsprechenden Execution Levels ausgeführt wird. Also hier sind das Orders, wo bestimmte Price Levels erreicht werden müssen, aber man kann auch hier entsprechend der Strategie folgen. Da muss man aber dafür angemeldet sein. Das heißt noch nicht, dass ihr irgendeinen Account eröffnet, sondern dass ihr euch einfach anmeldet. Und da habe ich jetzt mal draufgeklickt und dann könnt ihr euch hier sozusagen mit eurem Investmentprofil anmelden. Wenn ihr kein Profil habt, dann kann man sozusagen hier ein User-Profil anlegen. Das Ganze gibt es übrigens auch auf Deutsch. Kann man auch die Sprache entsprechend ändern. Und wenn man kein Profil hat, dann legt man sich schnell eins an mit Klick unten. Das war jetzt nicht Deutsch, aber ist im Prinzip genauso verständlich. Jawohl. Und dann kann man hier sozusagen seine Daten eintragen, relativ simpel. Und dann entsprechend erklären, dass man sich hier bei JFD Invest anmelden will, um sozusagen nicht mehr als Gast aktiv zu sein. Und wenn man das getan hat, dann ist man eben nicht mehr als Gast aktiv, sondern dann eben als registrierter User. Und das ist wichtig, um sich dann sozusagen in dieser Plattform auch dann für einen Live-Account zu entscheiden, beziehungsweise für einen Live-Follow. Denn als erstes muss man sich, wie gerade dargestellt, mit diesem JFD Invest Profil registrieren. Da habt ihr dann mehrere Möglichkeiten eben in dieser Plattform. Ich zeige euch das gleich dann auch nochmal live mit unserem Live-Account, den wir auch schon gestartet haben mit Auferlegung. Hier seht ihr dann übrigens auch die anderen Strategien, die es hier sozusagen alle noch zur Auswahl gibt. Aber grundsätzlich jetzt erstmal weiter, dass ihr, wenn ihr registriert seid, mit diesem Profil eben dann hier im Weiteren ein Invest-Konto eröffnen könnt. Und hier der große Unterschied zu den Self-Trading-Accounts, dass ihr bei diesen Accounts nur einen View-Charakter habt, also nur einen View- und Schau-Modus. Ihr könnt also sozusagen auf diesen Konten, Accounts nichts verändern oder Stop-Loss-Marken setzen oder selbst traden oder irgendwas verkaufen, was eingebucht wurde. Das ist ein reiner Beobachtungsmodus und diese Konten laufen auch alle im Pro-Status. Das heißt hier, mit dem Hebel, also nach den ESMA-Regulationen, gibt es ja hier den Retail-Markt, also den kleineren, sag ich mal, Privat-Trader, der sozusagen mit niedrigeren Hebeln spekuliert und dann gibt es die Pros, also die Profis, die dann mit dem hohen spekulieren dürfen und die Invest-Accounts sind sozusagen alles Pro-Accounts mit der Möglichkeit eines maximal hohen Hebels und deswegen auch hier für euch, wenn ihr euch dieses Konto eröffnet, ist es tatsächlich so, dass das, weil ihr es auch selbst nicht handeln könnt, ein Pro-Account automatisiert ist. Aber letztlich könnt ihr euch dieses Konto ganz simpel unter MyJFD, wenn ihr schon Kunden bei uns seid, sozusagen anlegen. Ja, also hier registrieren, beziehungsweise wenn ihr Kunden seid, habt ihr euer MyJFD. In diesem Umfeld könnt ihr gewisse persönliche Daten ändern, ihr könnt Geld von Account zu Account switchen, ihr könnt Auszahlung, Einzahlung machen und dergleichen, also sozusagen ein Kundenbereich. Und das ist das, wo ihr praktisch auch ein Investkonto anlegen könnt, beziehungsweise im Zweifel natürlich dann auch hier bei Konto hinzufügen direkt. Dazu müsst ihr aber dann natürlich erstmal, wie hier auch schon dargestellt, angemeldet sein, ja. Also ihr braucht auf jeden Fall ein Investprofil, bevor ihr euer Investkonto eröffnen könnt. Und das könnt ihr sozusagen auch machen. Ich gehe jetzt direkt mal rein in unseren Live-Account, den wir übrigens auch mit Auferlegung von JFD
Invest letztes Jahr im September aufgelegt haben mit 10.000 Euro. Und da haben wir sozusagen hier bei diesen Webinaren immer wieder Strategien auf- und abgeschaltet und dann sozusagen hier den Markt getriggert. Und die Entwicklung war auch außerordentlich gut, wie ihr das gleich sehen werdet. Und dann gab es aber doch hier herbe Rückschläge. Ja, das war hier sozusagen eine Strategie, die wir hier mit dabei hatten, die sich disqualifiziert hat. Die hat hier für diesen starken Drawdown gesorgt. Aber, jetzt kommt das Wort aber, wir haben hier trotzdem einen Return von 28,7% seit Auferlegung. Und das sind jetzt eben, na, im Oktober haben wir die ersten Trades gemacht. Ihr seht das hier, nee, halt Ende September hier. Also vor knapp einem Jahr haben wir den Account aufgelegt. Dann ging es hier radikal gut nach oben, wirklich herausragende Performance. Hier haben wir immer wieder Strategien auf- und abgeschaltet, sozusagen das Portfolio gemixt. Das schauen wir uns auch gleich an, wie das aktuell aufgeteilt ist. Zum Beispiel, wenn man hier auf Allocations geht oder wir machen es gleich mal wieder auf Deutsch, sozusagen auf Zuordnung, dann können wir uns genau anschauen, was die Strategie gerade beinhaltet. Letztlich hatten wir hier, wie gesagt, eine Strategie dabei, die sich disqualifiziert hat, weil sie schief lag. Aber es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wenn man eben einen Portfolio-Mix hat, hier nicht das komplette Konto crasht, auch wenn das erstmal ein starker Rückgang war, hat sich das Konto sozusagen jetzt befunden. Und nach klassischer technischer Analyse würde ich jetzt sagen, wir haben hier einen Bodenbildungsprozess und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder die alten Hochs erreichen. Dennoch, die Rendite ist sehr ansehnlich mit knapp 29% bei einem durchschnittlichen Drawdown von gegenwärtig 14% rund, also knapp 30% Rendite bei einem maximalen Verlust von rund 15%. Das ist ein hervorragendes Ratio von 2 zu 1. Perfekt, also kann man gar nichts sagen. Aber es gab eben auch mal eine Durststrecke, die man aussitzen musste. Und jetzt ist das sozusagen hier unser Musterportfolio, was wir auch weiter pflegen und hegen. Und hier bei der Zuordnung seht ihr auch, wie wir das derzeit aufgeteilt haben. Ihr könnt also hier, wenn ihr angemeldet seid, jetzt steht nämlich hier oben eben nicht mehr Gast, sondern eben der Live-Account, Schrägstrich, dann auch ein Avatar könnt ihr euch hier einsetzen. Und ihr könnt auch hier natürlich mehrere Registrierungen, mehrere Konten euch zuschalten und abschalten, was natürlich am Ende des Tages dann dazu führt, dass ihr auch hier auf diesen einzelnen Accounts mit eurem Portfolio-Mix sozusagen noch verschiedene Untergruppen und Unterkonten einrichten könnt, um euch einfach hier ja gut aufzustellen. Und dieses Portfolio, wie gesagt, mit 10.000 Euro ging an den Start und gegenwärtig haben wir hier wieder sechs Strategien am Start. Das sehen wir auch hier mit dem Tortendiagramm schön aufgeteilt, welche Strategien sehr stark vertreten sind, welche sozusagen untergewichtet sind. Und wir haben auch einen kleinen Cash-Anteil, wo zu sagen, der wird auch mal hoch, mal runtergefahren. Aber generell wollen wir immer gut investiert sein bei diesen Strategien. Und das erlaubt uns natürlich hier die Möglichkeit, ja, immer wieder auch das Portfolio zu drehen. Und das haben wir immer wieder gemacht. Ihr seht es auch hier, dass wir selten über 25% der Gewichtung rausgehen. Ja, also hier Archimedes ist aktuell die größte Strategie, die sich auch hier jetzt disqualifiziert hat. Die war relativ lange hier vorne dabei. Das war eine Strategie, die den Euro-Polnisch Zloty auch gern gehandelt hat. Sehr exotisches Währungspaar. Kann man sich sozusagen, wenn man auf Strategie finden geht und dann die entsprechenden Strategien mal anklickt. Hier ist zum Beispiel Archimedes. Seht ihr auch hier, ob ihr schon dabei seid. Hier könnt ihr in die Strategie reinhuschen oder auch per Klick die Investitionen stoppen. Und hier haben wir eben Archimedes, die eben Bestandteil unseres Investmentportfolios ist. Diese geriet hier zuletzt auch leicht, oh, was sehen wir hier jetzt auch unlängst wieder unter Druck. Schade eigentlich, weil natürlich, wenn sie sich hier weiter gut entwickelt hätte, das Portfolio sicherlich jetzt auch noch besser dastehen würde. Aber aufgrund unseres Mixes keine Panik. Alles gut auf der Titanic. Das heißt, hier trotz dieses, sage ich mal, Drawdowns, wo die Strategie gerade drin steckt, ist sie immer noch dabei und wir setzen natürlich darauf, dass sie früher oder später wieder Fahrt aufnimmt. Ja, es ist eine Strategie, die relativ ruhig läuft. Hier jetzt zuletzt wegen Pfund und aber auch Euro-Polnisch Zloty ein Stück weit was unter Druck geraten ist. Aber wie gesagt, es ist auch nur eine Teilgewichtung, deswegen immer wieder das Portfolio gut diversifizieren. So, und bei Strategien finden, wie gesagt, gebe ich euch den Tipp, dass ihr auch als Gast könnt ihr euch die Strategien im Detail anschauen und ein Stück weit eben reingehen. Was handeln die Strategien? Wie sind sie aufgebaut? Was sind die Schwankungsgrade etc.? Wichtig, um sich sein Portfolio zusammenzubauen. So, wenn man sich registriert hat, seinen Live-Account, kann man, wie gesagt, auch aus JFD Invest heraus direkt eröffnen, ja, Konto hinzufügen. Da kann man sozusagen ein zusätzliches Investmentkonto eröffnen, wenn man schon eins hat oder ein erstes. Dann hat man sozusagen den direkten Zugang zur Kontoeröffnung. Das wird dann automatisch diesem Invest Case zugeordnet. Und ansonsten geht es dann darum, dass man dann das Profil miteinander verbindet, also Profil und Konto. Und dann müssen Sie lediglich die Einzahlung starten auf Ihr Investmentkonto. Die Zugangsdaten sind klassischer Natur, wie bei allen Self-Tradern. Accountnummer, dann können Sie auswählen, Deutsche Bank oder Britische Bank, wo Sie einzahlen. Und dann kommt es auch schon relativ schnell auf Ihren Account. Und dann können Sie nach freier Couleur sozusagen eure Strategien, Ihre Strategien auswählen. Und hier gebe ich eben, wie gesagt, unverändert den Tipp.
nicht nur auf die Highflyer zu schauen, sondern einen schönen, gesunden Mix auch von einem guten, gesunden Mittelfeld hier zusammenzustellen und dann entsprechend die Strategien zu gewichten. Da bedarf es natürlich immer wieder unterschiedlicher, sage ich mal, gerade jetzt gehen wir zum Beispiel auf die Butterfly-Strategie. Das ist eine der Strategien, die jetzt hier erst jüngst sozusagen aufgelegt worden sind oder ist vielmehr. Und wenn Sie hier bei den Strategien sozusagen auf Angaben klicken, dann sehen Sie die Mindestanlagesumme, die die Strategien voraussetzen, um investierbar zu sein. Das heißt, auch wenn unsere Mindesteinzahlung 500 Euro ist und es auch hier Strategien gibt, die ab 500 Euro investierbar sind, ist Butterfly zum Beispiel eine Strategie, die erst mit einem Investitionsvermögen von 3.000 Euro funktioniert. Es gibt Strategien mit 5.000 Euro, 6.000 Euro. Es wird auch Strategien geben, die erst ab 10.000 Euro investierbar sind. Es gibt aber auch Strategien, die ab 500 investierbar sind. Und so kann man sich mit einem gesunden Portfolio, mit einer gesunden Portfoliogröße dann eben 3, 4, 5, 6 Strategien zusammenbauen. Und das sollte auch so sein. Weil, wie gesagt, Diversifikation, Streuung des Risikos ist enorm wichtig. Und auch wenn dann eben mal solche Phasen hier auftreten wie bei dieser Strategie, dass es mal einen Rücksetzer gab, das war im Mai im Prinzip ein Rückschlag, auch hier fundbezogen, das weiß ich, weil ich auch den Ansatz der Strategie kenne. Aber zum Monatsabschluss wurde das trotzdem gerettet und das Ganze trotz dieses Drawdowns hier sozusagen noch nach oben gezogen. Aber während des Mais, wenn man hier in die Statistiken guckt, gab es schon mal einen zwischenzeitlichen Verlust von 9,64%. Und das war auch der bislang größte Schwankungsgrad, Drawdown, Step nach unten. Das einfach mal zur Erklärung. Aber das ist wichtig. Was sehe ich jetzt hier? Werner konnte leider heute nicht live daran teilnehmen. Bin zum ersten Mal dabei. Werner, welches Webinar meinst du? Das NFP, US-Arbeitsmarktbericht, Webinar oder das jetzige? Aber erstmal danke für das Feedback. Ansonsten kamen viele Teilnehmer, die schon dabei waren. Ich habe jetzt noch keinen gelesen, der hier neu dabei ist. Wobei ich meine, wenn ich die Liste, wir sind ein relativ großer Raum. Ich muss mal kurz durchgehen. Also mir sind nicht alle Namen bekannt, aber ich freue mich auf jeden Fall für die reichhaltige Teilnahme, über die reichhaltige Teilnahme. Und insofern hoffe ich euch, konnte euch mal den ein oder anderen Einblick geben. Letztlich geht es darum, jetzt beginnen. Es gibt, wie gesagt, hier den Demo-Modus nicht. Man muss auf Tuchfühlung gehen, man muss sozusagen es wagen, mehr oder weniger. Und wer absolut kein Interesse hat, hier selber Portfolio-Manager zu spielen, der hat, wie gesagt, die Möglichkeit, in rein passive Produkte zu investieren. Wenn da Interesse besteht, schreibt unserem Support @jfdbank.de oder @jfdbank.com und dann werdet ihr weitergeleitet an mich und dann kann ich euch da gerne nochmal diverse Factsheets zuschicken und natürlich dann auch früher oder später das Ganze dann auch hier zu finden. Und das ist genau das, wo wir euch abholen wollen im Rahmen der JFD Bank, nämlich hier euch das Investieren auch leichter zu machen, neben dem, dass wir hier der Marktzugang für euch sein wollen und sind Multi-Asset aus einem Konto heraus und jetzt eben auch hier im Investmentbereich tätig. Und da hoffe ich einfach, dass wir euch hier ein Stück weit abholen können, helfen können, an den Märkten erfolgreich zu sein. Auch eine gute Alternative zu klassischen Produkten wie Fonds, ETFs oder anderen Sparplänen, Zinsprodukten, die kaum was abwerfen, weil es eben schlichtweg keinen Zins auf der Welt gibt. Insofern wichtig, da einfach über den Tellerrand zu schauen. Und in dem Kontext freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr heute so reichhaltig dabei wart. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns treu bleibt, Schrägstrich, wer uns noch nicht getestet hat, auf jeden Fall testet, uns besucht, Fragen stellt, bei unseren Webinaren hier reichhaltig reinschaut. Und wer denn selbst hier noch Fragen hat, dann bitte jetzt im Chat oder gern auch im Nachgang an unseren Support. Wir sind 24/5 für euch da und insofern ist dann doch schon das Wochenende bald vor der Tür. In dem Kontext würde ich mich jetzt langsam verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch an der Stelle abholen, ein Stück weit Einblicke liefern zu uns, zur Investmentplattform JFD Invest, digitale Vermögensverwaltung, und würde jetzt auch das Webinar in Kürze beschließen und bedanke mich daher, weil auch keine weiteren Fragen da sind, für eure Aufmerksamkeit. Wünsche ein angenehm entspanntes Wochenende und schauen wir mal, wie die nächste Woche so unter Trading-Gesichtspunkten aussieht. Okay, in dem Zusammenhang allen einen schönen Start ins Wochenende, eine gute Zeit, auf bald, euer Chris Kämmerer und tschüss.